Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor der nächste Tagesordnungspunkt aufgerufen wird, gehe ich noch einmal zum Thema Dringliche Anträge. Auf Ihrem Platz ist verteilt worden in den letzten 10 Minuten die Drucksache 120 aus dieser 20. Legislaturperiode, Dringlicher Antrag Fraktion der SPD und der Fraktion der Freien Demokraten über die Zahl der Mitglieder in der Parlamentarischen Kontrollkommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes in Hessen. Ich frage der Form halber, wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist offensichtlich. Bitte schön, Herr Bellino. Ach, jetzt muss ich es erst einmal lernen. Ich bitte um Entschuldigung, ich bin hier Auszubildender. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir verweisen auf die Diskussion von vorhin und werden die Dringlichkeit nicht bejahen. Vielen Dank. Als Nächster hat sich gemeldet der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Herr Schäfer-Gümbel. Bitte schön, Sie haben in der Dringlichkeitsdebatte das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich erstmals in einer Geschäftsordnungsdebatte zu Wort gemeldet wegen der Dringlichkeit des gemeinsamen Antrags von SPD und FDP. Hintergrund ist, dass es seit Wochen eine Diskussion zwischen verschiedenen Fraktionen über die Einsetzung der PKV und vor allem über die Größe der PKV gibt. Hintergrund ist, dass eine mögliche Zahl von 3 am Ende zu einer nicht wirklichen Kontrolle des Verfassungsschutzes führen würde, weil eine einzige Oppositionsvertretung ist. Am gestrigen Tag, und ich sage das nur deshalb, weil es hier eben in der ersten Debatte Zwischenrufe dazu gab, am gestrigen Tag gab es ein kurzes Gespräch auch zu dieser Frage zwischen den Fraktionsführungen der Union und uns mit dem Hinweis, dass man noch nicht entscheidungsfähig sei und dass man es in der nächsten Runde aufrufen wolle. In der anschließenden Geschäftsführerrunde ist dann der Hinweis verteilt worden, dass man mit Blick auf ein Schreiben des Innenministers an den Präsidenten, dass es einen relevanten Vorgang gebe, der zu berichten sei, die alte PKV dieses entgegennehmen sollte und dass man einen Heilungsbeschluss einbringen wolle im Parlament, dass die alte PKV dieses für die aktuelle Legislaturperiode durchführen kann. Dem ist rechtlich energisch widersprochen worden, dass das ginge. Daraufhin haben offensichtlich die Koalitionsfraktionen davon abgesehen, diesen Heilungsbeschluss einzubringen, was dafür spricht, entweder man wolle die Debatte nicht oder dafür spricht, dass die rechtlichen Hinweise richtig sind. Und deswegen besteht eine Dringlichkeit in dieser Frage, weil es nicht akzeptabel ist, dass die PKV über 6 Wochen sich nicht konstituiert. Und die Koalitionsfraktionen haben jetzt in der Tat die Möglichkeit, weil ich völlig flexibel und wir völlig flexibel sind bei der Frage, wann wir das in diesem Plenum aufrufen, das innerhalb der Koalition zu klären, was Sie als Zahl wollen. Aber dass es jetzt zu klären ist, ist nach den Abläufen von gestern völlig klar. Und damit keine Geschlechtsklitterung hier eingeläutet wird, habe ich das ausgeführt. Herzlichen Dank und bitte um Zustimmung. Vielen Dank, Herr Schäfer-Gümbel. Es hat sich in der Geschäftsordnungsdebatte nunmehr der Fraktionsvorsitzende der FDP, René Rock, gemeldet. Auch er hat nunmehr das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich verstehe ehrlich gesagt die Aufregung bei den Regierungsfraktionen nicht. Wir haben eine Gesetzesänderung, die im Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist. Wir haben uns im Vorfeld genau Gedanken gemacht, wie wir uns aufstellen. Es ist klar, dass die Größe der PKV festgelegt werden muss. Sie sind komplett hier als Fraktion im Hessischen Landtag anwesend. Sie können am Ende dieser Sitzung eine Beratung machen, können Ihre Größe beschließen in Ihren Gremien, können Vorschläge präsentieren, und wir können, was klugerweise der Fall wäre, unseren Antrag mit der Größe von 9, wo hier eine vernünftige Größe vorgeschlagen ist, wählen. Das ist völlig unproblematisch. Ich sehe überhaupt keinen Hinderungsgrund, dass Sie heute Abend beraten in Ihren Fraktionen und dass wir morgen eben diesen Beschluss durchführen. Und es ist für die Ernsthaftigkeit, mit der wir die Debatten um die Kontrolle hier diskutiert haben,
schon ein Signal, ob Ihnen das wichtig genug ist, das Thema, dass Sie sich noch einmal eine Stunde zusammensetzen am Ende dieser Plenarsitzung und das beschließen, das klären innerhalb Ihrer Fraktion, damit der Hessische Landtag morgen handlungsfähig ist. Weil alles andere wäre wirklich kein gutes Zeichen an die Bevölkerung in unserem Land und für die Ernsthaftigkeit der Kontrolle und die Ernsthaftigkeit, wie wir den Hessischen Landtag sehen. Und darum treffen Sie sich nachher, treffen Sie die Entscheidung, ob Sie die nächsten Montag oder heute Abend treffen, ist doch völlig egal. Sie sind beschlussfähig, das hoffe ich doch zumindest, und dann können wir morgen wählen, und dann ist doch die Welt in Ordnung. Ich verstehe die ganze Aufregung bei Ihnen nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Und nun rufe ich auf den Fraktionsvorsitzenden von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Herrn Kollegen Wagner. Jetzt haben Sie das Wort. Herr Präsident, ich will begründen, warum wir der Dringlichkeit widersprechen. Ich hatte in meiner Rede heute Vormittag gesagt, dass ich mir sehr gewünscht hätte, dass wir uns im 20. Hessischen Landtag manche Rituale des 19. Hessischen Landtages ersparen. Und genau ein solches Ritual erleben wir gerade. Wir erleben mal wieder den Versuch, einen völlig normalen Vorgang auf Biegen und Brechen zu skandalisieren. Einen völlig normalen Vorgang. Ja, mehr noch, es soll versucht werden, die Absprachen zwischen den Fraktionen, die noch laufen, hier zu skandalisieren und ein Problem zu konstruieren, wo beim besten Willen kein Problem ist. Was ist der Sachverhalt? Was ist der Sachverhalt? Die Fraktionen sprechen darüber, welche Größe die Parlamentarische Kontrollkommission haben soll. Darüber sind wir in Gesprächen. Diese Gespräche sind nicht abgeschlossen. Und wir wollen diese Gespräche in Ruhe bis zum 2. Februar-Plenum zu einem Ergebnis bringen, und zwar indem wir in Ruhe mit allen Fraktionen reden, was die Wünsche der Fraktionen sind für die Größe dieses Kontrollgremiums. Das ist ein völlig normales Verfahren und alles andere als ein Skandal, meine Damen und Herren. Und es ist übrigens keine Entscheidung der Regierungsfraktionen. Es ist eine Entscheidung des Landtages. Und deshalb wollen wir mit allen Fraktionen vernünftig reden. Der Vorschlag der Regierungsfraktionen, der erste Vorschlag der Regierungsfraktionen war, dass dieses Kontrollgremium 3 Mitglieder hat. Und da wurde Kollege Rudolph von Ihrer Seite darauf hingewiesen, dass aus Sicht der SPD das keine ausreichende Repräsentanz der Opposition ist. Und dann haben wir nicht gesagt, wir ziehen das mit Mehrheit durch, sondern wir haben gesagt, wir sind mit Ihnen darüber im Gespräch und wollen eine einvernehmliche Lösung finden. Und die Antwort darauf ist jetzt, dass Sie das bemühen, um eine einvernehmliche Lösung hier zum Skandal aufblasen. Jetzt geben Sie uns einmal einen Hinweis, wie wir künftig mit Ihnen umgehen sollen. Wenn wir versuchen, Sie einzubinden, machen wir daraus einen Skandal. Machen Sie daraus einen Skandal. Soll die Antwort jetzt sein, dass wir Sie nicht einbinden? Das ist nicht unser Stil. Wenn Sie Wert darauf legen, können wir aber darüber nachdenken. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte die Redner, dass sie ein bisschen auf das Zeitkontingent achten. Ich will ein bisschen bewusst den Beifall jetzt auch. Also erst war die Rede etwas sehr lang gewesen, und deshalb wollte ich darum bitten, dass wir jetzt ein bisschen auf das Zeitkontingent gucken. 3 Minuten ist das äußerste Maximum. Als nächstes der Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr Boddenberg.
Nein. Ach so, stimmt. Darf ich jetzt? Sie haben noch 21 Sekunden. Bitte? 21 Sekunden. Ja, dann muss ich es kurz machen und bin natürlich vollumfänglich bei dem, was Kollege Wagner eben gesagt hat und Kollege Schäfer-Gümbel. Da Sie aus einem Gespräch, das wir beide gestern Morgen geführt haben, zitiert haben, will ich nur zwei Dinge sagen. Erstens, alles das, was Kollege Wagner zum Verlauf der letzten Tage, nicht Wochen, sondern Tage, hier vorgetragen hat, ist richtig. Wir haben ihn vorgeschlagen, wir reden über drei Ausschussmitglieder, dann kam der Einwand von Ihrer Seite, da habe ich Ihnen gesagt, da habe ich Ihnen, ja gut, zum ersten Mal auch vor Wochen, aber wir haben gesagt, wir klären das in den nächsten Tagen. Sie sollten bei 21 Sekunden nicht noch dazwischenrufen, Herr Schäfer-Gümbel. Ich rede nur gerade über unser Gespräch am gestrigen Vormittag. Und ich habe Ihnen gesagt, wir kommen Ihnen entgegen und wir reden darüber, wie wir eine einvernehmliche Lösung finden. Und zweitens habe ich Ihnen gesagt, unser Vorschlag ist, dass wir das in der Sitzung am 25. und 26. Februar machen, ohne Widerspruch. Also behaupten Sie hier nicht das Gegenteil. Und wenn Sie Ihren PGF dann in der Sitzung darauf munter drauf loslassen, was die Frage von Skandalisierung anbelangt, dann hat Herr Wagner eben dazu alles Erforderliche gesagt. Vielen Dank. So. Eine Fraktion hat noch gar nicht geredet, und deshalb rufe ich jetzt von der AfD Herrn Dr. Grobe auf. Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die rechtlichen Hinweise von Herrn Schäfer-Gümbel sind zutreffend. Es ist gesetzlich ausgeschlossen, dass jemand in der Kommission ist, der nicht aus der Mitte des 20. Landtages gewählt ist. Und lassen Sie mich noch eins sagen. Die Zahl 3 ist mit Verlaub eine Unverschämtheit. Es müssen nämlich alle Fraktionen hier beteiligt sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Und nun noch einmal für anderthalb Minuten höchstens René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin schon überrascht über die Art der Argumentation. Es geht um die Kontrolle des Geheimdienstes durch dieses Parlament. Und wenn etwas dringlich ist, dann ist es die Frage, ob dieses Parlament die Geheimdienste in seinem Land kontrollieren kann oder nicht. Und das ist ein Urrecht dieses Parlaments. Und ich bin ein Stück weit sprachlos, dass Sie als GRÜNE sich hier hinsetzen. Sie könnten ohne Probleme heute Abend in den beiden Fraktionen die Diskussion führen, wie sie es haben wollen. Und morgen beschließen wir, wie hier kontrolliert wird und wie das umgesetzt wird. Dazu sind Sie in der Lage, warum Sie das ohne Not verweigern. Das Argument, Sie würden mit uns reden, Sie haben uns einen Vorschlag gemacht, der völlig inakzeptabel ist. Wir hätten den gar nicht öffentlich gemacht, diesen Vorschlag, weil er so gegen Sie spricht und gegen alles, was wir im NSU-Ausschuss, was wir überall besprochen haben, wo wir einvernehmlich gesagt haben, wir wollen diese Kontrolle stärken. Schlagen Sie ernsthaft vor, dass nur noch ein Abgeordneter der Opposition an dieser Kontrolle teilnimmt. Das kann doch nicht wirklich Ihr Ernst gewesen sein. Wir haben Sie geschützt, indem wir das nicht öffentlich gemacht haben. Jetzt lassen Sie uns dieses unwürdige Schauspiel beenden. Gehen Sie nachher in Ihre Fraktionen, machen Sie einen Vorschlag. Und wenn er am Ende 3 ist, dann werden wir ihn so zur Kenntnis nehmen und werden das auch dann hier bewerten. Wir haben einen Vorschlag gemacht, in der die Regierung eine Mehrheit hat, wo die Fraktionen beteiligt werden können, wo der Kontrolle Rechnung getragen werden kann. Dieser Antrag ist nicht hochkomplex. Es ist ein politischer Wille, ob man diesen Antrag mitträgt oder nicht, und ob man die parlamentarische Kontrolle herstellt oder nicht. Bitte respektieren Sie dieses Parlament, und bitte respektieren Sie, dass das dringlich ist. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegen in der Dringlichkeitsdebatte keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich lasse deshalb jetzt darüber abstimmen. Wer dafür ist, dass der Antrag
120 in dieser 20. Legislaturperiode dringlich ist, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Ich unterstelle einmal, dass alle Kolleginnen und Kollegen. Deshalb, wir machen keine namentliche Abstimmung, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Geschäftsordnungsantrag, wenn es nicht sein muss. Also, dann, liebe Kollegen, machen Sie das in meiner Jungfernarbeit hier mir nicht so schwer. Ich sehe, der Präsident setzt sich jetzt auch hin. Das gilt dann auch für alle Kabinettsmitglieder. Damit wir das. Bitte? So, da wir uns hier im Präsidium unsicher waren, ob der Antrag oder ob die Fraktionen vollzählig sind, habe ich die gebeten, sich auf ihre Plätze zu setzen, die Kollegen. Ich bedanke mich, dass Sie es alle getan haben. Und jetzt geht es noch einmal. Ich wiederhole. Wer ist für die Dringlichkeit des Gesetzes? Wer ist für die Dringlichkeit des Gesetzes? Des Antrages, das ist die SPD, das ist DIE LINKE, das ist die AfD und das ist die FDP. Und soweit wir hier sehen, vollzählig. Bei der FDP sind zwei Sitze nicht besetzt, die sind aber hier besetzt. Und jetzt ist gegen. Bitte die Hand hochheben. Sind wir uns einig, dass das jetzt so aussieht, als wenn alle anwesend wären? Ja. Damit stelle ich fest, die Dringlichkeit des Antrages ist vom Hause nicht bestätigt worden, sodass er auf die Tagesordnung als normaler Antrag kommt.